Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft, mein Modsüppchen aus den Tiefen von Moria. Ich mache eine Doppelaufnahme. Oh, Überraschung. Ja, ich kann es, glaube ich, auch nicht verheimlichen. Ich war aber gerade mal abseits unterwegs und habe ein bisschen Google bemüht. Man findet ja heutzutage wirklich alles. Und zwar die Kammer von Mazabul. Das ist das, was wir jetzt bauen, nämlich dort, wo Balins Grab ist. Da ist mir jetzt ein kleiner Fehler unterlaufen. Den werden wir mal ganz schnell beheben, denn hier sollte vielleicht die Decke ein bisschen höher sein, nämlich eine Dreierhöhe. Da muss nämlich ja theoretisch ein Höhlentroll durchpassen, der ja später die Gefährten dort angegriffen hat. Und dann sollte das vielleicht auch wenigstens eine 3x3, 3x3 Durchgang sein, damit das so ein bisschen halbwegs authentisch ist. Okay, Höhlentrolle, ob die jetzt authentisch sind, das einmal dahingestellt. So, und jetzt kommt so ein Problem. Was ich habe, neben der ganzen Beleuchtungsgeschichte, ich bin nicht so der Bildhauer-Typ. Sagt ihr bestimmt, hä, was? Ja, ich müsste jetzt diese Kammer hier ausfräsen. Das wird jetzt sehr, sehr spannend. Ja, normalerweise baue ich immer. Jetzt muss ich also quasi das wegschlagen, was ich nicht brauche, und das stehen lassen, was ich brauche. Ist nicht so ganz meine Welt. So, wie weit macht man das denn? Na, da geht's jetzt schon los. So, stört euch jetzt mal nicht daran, dass ich das ganze Zeug hier nicht aufsammle. Das würde keinen Sinn machen. So schnell, wie ich hier volllaufe. Ich brauche so viel Bruchstein nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 als Tiefe. Das gefällt mir nicht. Wenn das. Also ich messe es jetzt diesmal nicht aus. Also ihr lacht bestimmt, aber ich habe hier auch schon viele Größenverhältnisse per Dreisatz ermittelt bei Minecraft. Hier mache ich das jetzt so ein bisschen Pi mal Daumen, in der Hoffnung, dass es gut geht. So, das sind 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So, und das soll jetzt die Länge meiner Kammer sein. Wenn das 25 ist, dann ist es eine rechteckige Kammer, kein Quadrat. Das heißt, die Seiten nach hier und nach da sind ein bisschen länger als 25. Kriegen wir aber irgendwie hin. So, also wenn hier der Durchgang ist, dann haben wir jetzt erstmal, lassen wir mal so vier stehen. Ich rede mit mir selbst. Ich weiß, das ist ganz schön doof. Ich sollte ja eigentlich mit euch reden und nicht mit mir selbst, aber verzeiht mir das bitte. Jedenfalls für diesen Teil. Wobei, wenn es ab hier 25 sind, nee, wir müssen noch ein Stück rein. Ich versuche das abzustellen, ganz schnell. 2, 3, Oberkörper frei. Ach nein, das sagte mir jemand anderes. 1, 2, 3 und 1, 2, 3. So, verschiebt sich das Ganze ein Stück, sonst hänge ich zu nah hier am Gang dran. Also hier ist der Durchgang zur Frugang, sagt man auch. Nein, sagt man nicht. So, und dann machen wir hier nochmal drei frei. 1, 2, 3. Und dann müssen wir hier rein. So, ich versuche das jetzt mal direkt auf der anderen Seite auch zu machen, damit ich nicht durcheinander komme. Wobei mich diese hier auf dem Boden liegenden Blöcke doch so ein bisschen durcheinander bringen. So. Dann müssen wir hier nämlich rein. Und da auch. Das ist wieder das Schöne an dieser Kammer von Mazabul. Sie ist symmetrisch. Das kommt mir jetzt doch sehr entgegen bei dieser Bildhauer-Kram-Geschichte. Ich muss jetzt doch mal was tun. Moment, das ist mir. Ich laufe da bestimmt gleich rein. Ich kenne mich dabei immer. So, wenigstens hier, wo ich jetzt gerade zu Gange bin, sollte vielleicht nichts auf dem Boden rumfliegen. Also, bei einer Tiefe von 25 würde ich sagen, machen wir vielleicht 55 in der Breite. Da hätten wir wieder so eine schöne ungerade Zahl. Das wären dann also, nimmst du jetzt diesen Stein da weg? Also 55 in der Breite von hier aus gerechnet. Das heißt, man kann von 55 eins abziehen.
Dann hat man nur noch 54 und dann weiß man 27 Blöcke in beide Richtungen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dann geht's so weiter. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Okay, jetzt ist es A dunkel und B ist mir gerade Kies reingefallen. Ganz schnell ausfackeln. Also bei 20 fiel der Kies rein. Ich weiß, da gibt es auch geeignete Werkzeuge für als die Fackel, aber es geht auch mit der Fackel recht gut. Ja, da ist noch mehr Kies. Okay, 21, 22. Dreiundzwanzig, 24, 25, 26, 27, wenn ich mich nicht verzählt habe, was man bei mir nie ausschließen darf. So, da haben wir doch jetzt mal einen stattlichen Flügel hier schon gebaut. Naja, stattlich ist er noch nicht, aber ja, als nächstes wird es wieder auch ganz spannend. Ich weiß, dass es das jetzt sehr viel Terraforming ist, aber es gibt leider nichts anderes momentan zu tun hier. Aber ich glaube, dank der Werkzeuge ist es noch relativ verträglich. Ich muss nur überlegen, ob ich irgendwas Spannendes erzählen kann. Über die Kammer von Mazabul, wo es ja den armen Balin erwischt hat, bei der letzten Verteidigung. Ne? Da ist ja sein Grab, das kommt ja in die Mitte rein. Ja, wird auch spannend, das auszuleuchten. Möglichst dezent. Naja, dezent, das, nein, dezent wird das, glaube ich, nichts. Und die Kammer muss natürlich auch noch höher werden. Das ist jetzt ein bisschen sehr tief. Aber erstmal würde ich gerne diese Seite hier, oh ja, freiräumen, um mal zu gucken, ob der Raum mir überhaupt gefällt. Aber ich glaube ja. Von der Größe her. Oh. Ah, Kies nervt. So, wir haben doch unser großes Grabgerät auch dabei. Rücken wir mal dem Kies auf die Pelle. Oder wir pellen dem Kies auf dem Rücken. Das wäre auch eine Alternative. Ah, ist aber eine große Kiesader hier. So. Ich sehe auch mit Schrecken eine ganz andere Sache. Ihr wahrscheinlich auch seht und sagt, warum hat er denn nicht einfach seine Werkstation mitgebracht, dieser Hohlroller, und ein bisschen Bronze eingepackt? Hm? Berechtigte Frage durchaus. Kann ich so spontan nicht beantworten. Vielleicht, weil ich das auch normalerweise nie tue. Ich renne immer gerne hin und her. Möchte jemand vielleicht mal die Steine abholen? Ich glaube, es ist niemand hier. Dann wird es doch eher nicht geschehen. So, ein bisschen hell. Ja, also es geht auf jeden Fall viel, viel schneller, als ich jemals geträumt hätte. Man unterschätzt immer die Macht des Hammers. Wobei wir da wieder in einer ganz anderen Mythologie wären, mit der Macht des Hammers, da wären wir ja bei dem guten Thor, der aber hier in Moria nichts verloren hat. Und Mjölnir natürlich auch nicht, also das ist der Hammer. Wobei die Waffen hier ja auch alle Namen haben, ne? Carsten
zum Beispiel. Nein, natürlich nicht Carsten. Jetzt können wir hier schön die Wand rausschlagen. Und verlieren kein Licht. Toll. Säulen müssen in den Raum nämlich auch rein. Die Zwerge bauen ja so super gerne Säulen. Warum auch immer, vielleicht müssen sie damit hier irgendwas kompensieren, was bei ihnen zu klein ist, ich weiß es nicht. Und als Strafe wird mir gleich der Hammer kaputt gemacht. Ich darf keine bösen Zwergenwitze machen, merken. Ja, das ist immer so schlau, hier was wegzuschmeißen, wenn ich mitten auf einem Stapel von Zeug stehe. Vielleicht räumt es ja jemand weg, wir legen das jetzt einfach mal hier ab. Denn ihr seht, ja, mein wichtigstes Gerät ist kaputt. Ich habe auch weder Werkstation noch Bronze dabei. Aber Zinn. Moment, Moment, Moment. Damit wir jetzt nicht gar so weit laufen müssen, sondern nur mal kurz nach Bruchtal fliegen, nehme ich mal. Haben wir das Kupfer eingesammelt? Ja. Nehme ich mal das Kupfer mit. Und dann verlassen wir den Laden hier mal. Vorher vielleicht mal kurz noch hingelegt, denn es ist draußen tiefste Nacht. Möchte jetzt nicht mit Monstern kämpfen müssen, dürfen, können. Wollen, tun, täten. Sondern ich will nur mal schnell, ne? Das ist immer gefährlich. Ich will nur mal schnell. Und dann passiert meistens was total Unvorhergesehenes, wo man nie mit gerechnet hätte. Und dann hat sich das mit ich will nur mal schnell. So verlaufen sollte ich mich ja wohl nicht. Naja, das ist bei mir natürlich immer so eine Sache. Aber es hat funktioniert. Ich habe mich nicht verlaufen. Yay! So, dann mal hier hoch. Und hier rum. Dann kann sogar hier dieses Ding stehen bleiben. Das wäre jetzt auch nicht so unbedingt spaßiges abzubauen. Wobei mit dem EFLN natürlich... wäre auch eine Option gewesen. Hallo! Achso, hier ist ja noch der Zugang. Geheime Lagerhöhle. Sei gegrüßt. Ah, der Wächter der Lagerhöhle ist auch noch da. So, hauen wir mal schnell das Kupfer durch. Lalalalalala. Und ich sehe gerade, ich baue doch schon wieder... Was habe ich denn eigentlich für ein Problem mit Bronze in letzter Zeit? Ich habe doch schon 180 Mal Bronze gebaut. Ich glaube, ich habe das doch schon wieder verkehrt herum gedacht. Ich denke immer... Ja. Warum denke ich immer einmal Zinn? Man braucht nur einmal Zinn. Ah, wir haben hier noch mehr Kupfer. Das ist gut. Gut. Nee, dann haut's hin. Alles kein Problem. Nehmen wir schon mal zweimal Zinn raus. Einmal so, so. Zack. Das ist die Tool Station und die nehmen wir jetzt mal ganz intelligent, wie wir jetzt ja sind. Nehmen wir auch mit. So. Schön wieder weiter bewachen, Kuh. Ich bin da mal wieder weg. So, gehen wir diesmal über den Berg. Und dann weiter in die Kammer von Mazabul. Ich werde dann zusehen, da wir uns schon wieder dem Ende der Folge nähern, dass ich zumindest die Kammer in den Grundrissen dann fertig bekomme bis zur nächsten Folge. Damit wir sie dann ein bisschen von innen gestalten können, mit den Säulen und den Absätzen, die da so sind. Ich habe dann eine ganz hübsche Vorlage wieder gefunden, wieder von irgendeiner Firma, die ja so Dioramen verkauft. Das ist immer ganz praktisch. Nur damit ich so ungefähr weiß, wie die aussah, weil die Standbilder aus dem Film sind alle so ein bisschen unklar. Alles so duster und so, das ist immer ein bisschen schwieriger. So. Schum. Oh, verdammt, hat niemand mitgenommen, das Zeug. Naja. Da merkt man immer mal, wie lange 5 Minuten sind, wenn man darauf wartet, dass sie umgehen. Da. Dachte schon, wo ist denn mein Hammer hin? Wo ist er denn?
Na, wir lassen die mal hier so ein bisschen tanzen und dann gucke ich mal. Das sind dann also auch die berühmten. Was hat mir gesagt in die Richtung? Ich habe schon wieder vergessen. Wie viel 20 waren es? Es waren 27, ne? 27? Genau, 55 insgesamt. Einer in der Mitte sind 27. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und dann 6, 7, 8, 10, 11, 12. Fackel. So, das sollten jetzt auch 27 sein. Ob ich mich jetzt verzählt habe oder nicht, huch, kleiner Leck, sagt mir nicht das Licht, sondern das muss ich selbst eruieren. Wird mir dann aber auffallen, wenn ich den Raum dann von innen gestalte, ob das jetzt wirklich stimmt. Zur Not muss irgendwo noch eine Wand dann wieder weg, eine Schicht. Werden wir dann aber sehen. Stört mich jetzt erstmal nicht so. Ja, und jetzt muss dann eben der ganze Bereich hier und da, das alles muss fort. Dann haben wir noch eine richtig schöne große Kammer, mit der man auch arbeiten kann. Da kann ich dann auch schöne breite Säulen machen, weil die Säulen waren ja richtig breit, dass ja nicht mal der Höhlentroll drumherum kam. Das wäre jetzt hier so ein bisschen albern mit so einer Säule, wo man sich gerade mal als Minecraft-Männchen dahinter stellen kann. Und sowieso bei ja, sämtlichen Dingen, die ich jetzt noch so Moria-mäßig hier bauen werde, gilt ja der berühmte englische Satz, bigger is better, denn das war einfach alles gigantisch groß und nicht so filigran. Ne? Wir verlassen jetzt ja wirklich so dieses Elfengedöns, ne? Da wo ja alles ganz, ganz filigran und geschwungen und sonst wie war, sondern jetzt wird es noch ein bisschen groß. So, und ihr seht, jetzt waren auch 5 Minuten um, da verschwinden nämlich jetzt die Blöcke, das war ja auch mein Ziel. Denn wir haben ja auch schon ganz viel Bruchstein in der Kiste liegen. Da muss ich jetzt nicht noch 3 Tonnen dazulegen, denn den werde ich nie verbrauchen in der Menge. Gemessen jedenfalls an dem, was ich noch vorhabe zu bauen, glaube ich eher nicht. Und wenn, ja, also Bruchstein bekommt man ja nun wirklich relativ einfach bei Minecraft. Wenn man jetzt nicht gerade irgendwie Sky Factory oder sowas spielt, wo es den einfach nicht gibt. Und das sind jetzt auch einfach zu hohe Massen, als dass ich die tatsächlich irgendwo sinnvoll verwahren könnte. Ja, da hätte ich hier irgendwo 30 Doppelkisten rumstehen, das bringt mir dann aber im Endeffekt auch nichts. Ja, und ich weiß auch, das tut vielleicht dem einen oder anderen weh, vielleicht gerade so den Vanilla-Survival-Spielern. Ja, auch die Erze lasse ich hier drin. Ihr wisst, ich habe mehrere Tonnen davon und ich habe ja auch die Quantum Quarry, mit der ich mir das Zeug aus dem Nichts holen kann. Es gibt einfach keinen Grund. Und von daher, ja, holen wir eben auch keine Erze mehr. Das ist halt, wenn man mit Mods spielt, da fallen ein paar Sachen aus Minecraft mehr oder weniger raus, wie zum Beispiel die klassische Höhlentour. Weil man kann sie immer noch machen, aber Erze kriegt man wo ganz anders her. So. Werden wir denn hier wenigstens noch fertig? Wir müssen auch mal irgendetwas Kulinarisches organisieren. Denn ihr merkt ja schon, bei dem ganzen Abbau hier, da verliere ich tatsächlich Kraft. Oder andersrum, ich kriege Hunger. Das hört sich vielleicht nicht so martialisch an. So, aber wenigstens Kupfer nehmen wir mal sicherheitshalber mit. Da muss man jetzt so lange rumwerfen, bis man das Richtige einsammelt. Falls wir nämlich mit der Bronze nicht klarkommen, haben wir genug dabei. Boah, essen wir mal wieder unser trockenes Toastbrot. Lecker. Hatte ich sonst noch irgendwas dabei? Natürlich nicht. Im Rucksack vielleicht. Ja, Äpfel, da kommen wir jetzt nicht wirklich weit mit. Also müssen wir noch was zu essen besorgen. Tatsächlich. Und zu Hause. Naja, egal. Gut, jetzt habe ich euch wieder 2 Folgen gequält mit langweiligen Arbeiten. Und im Anschluss an diese Folge quäle ich mich selbst auch und schachte jetzt diese Kammer mal ordentlich aus. Das müsst ihr euch nicht geben.
Aber ihr werdet euch dann wieder andere Sachen geben, hoffe ich. Nämlich die Decke muss natürlich auch noch gemacht werden. Ich glaube, das mache ich auch ohne euch. Mal so mindestens noch fünf Blöcke hoch, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns wieder mit einem ganz großen, leeren, rechteckigen Raum. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut und bis morgen oder so.